dicke Überraschung bei der Eishockey-WM in Dänemark. Mit Favorit Finnland musste sich im Viertelfinale der Schweiz geschlagen geben und verpasste damit den Einzug in die Runde der letzten vier. Die Eidgenossen bezwangen den zweimaligen Weltmeister mit 3:2, 0:1, 3:0, 0:1 und zogen durch den Sieg erst zum dritten Mal seit 1998 ins Halbfinale ein. Die Schweizer verwandelten im zweiten Drittel innerhalb von 3:55 Uhr Minuten mit Toren von Enzo Covi, 30., Joel Fermin, 33. und Gregory Hoffmann, 34. einen 0:1 Rückstand in eine 3:1 Führung um. Markus Nutivaara, 8., hatte zuvor für die Finnen getroffen. Mikko Rantanen, 49., verkürzte. Die Eidgenossen mit 6 NHL-Profis wollen ihren Erfolg von 2013 wiederholen, als sie WM-Silber gewannen. Ebenfalls im Halbfinale steht die Auswahl aus Schweden. Die TR Econor, das einzige noch ungeschlagene Team der WM, setzten sich mit 3:2, 0:0, 1:1, 2:1 gegen Lettland durch. Der Favorit hatte große Mühe mit den unangenehm zu spielenden Letten und erzwang erst im Schlussabschnitt durch die Treffer von Viktor Arvidsson, 42. und Oliver Ekman-Larsson, 48. die Entscheidung. Punkt. Finnland, Schweiz 2:3, 1:0, 0:3, 1:0. Tore 1:0 Nutivaara, 7:01, 1:1 Covi, 29:13, 1:2 Fermin, 32:32. 1:3 Hoffmann, 33:08, 2:3 Rantanen, 48:20. Zuschauer, 5634 Strafminuten, Finnland keine, Schweiz 6, Schweden, Lettland 3:2, 0:0, 1:1, 2:1. Tore 1:0 Forsberg, 26:36, 1:1 Blugas, 31:59, 2:1 Arvidsson, 41:49, 3:1 Ekman-Larsson, 46:27, 3:2 Baltzas, 50:21. Zuschauer, 12.490 Strafminuten, Schweden 8, Lettland 2.